Wir haben mit Fähnchen gewunken hier. Ich gebe hiermit zum Protokoll, dass sich Frau Buko wieder unflätig benimmt. Was ist denn? Soll die Tür wieder dazu? Ja. Ja, noch mit. Ja. Wir machen mal die Zettel dran, leise öffnen oder so. Kommt die gleich, wenn er reinkommt, der macht gleich wieder Kraft. Ja, die Kinder wollten ja irgendwie Kegeln spielen, das habe ich dann wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob die da alleine drin dürfen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Und ich möchte Sie zu Beginn einfach fragen, wie Sie heißen, wann Sie geboren sind und wo Sie aufgewachsen sind. Мы очень рады, что мы здесь можем с вами встретиться, и вы нам скажете вначале, как вас зовут, когда и где родились, и где вы выросли, откуда приехали. Я Иван Дударь. Родился 1921 года, 19 ноября. В селе Клишки, район Шосткинский, Сумская область, Украина. Ich heiße Иван Дуда. Ich bin am 19. November 1921 geboren in dem Dorf Klischki. Das ist der Kreis Szoska und das Gebiet Sumy. Klischki. Wie war Ihre Kindheit? Wie sind Sie aufgewachsen? Hatten Sie eine schöne Kindheit? Как ваше детство было? Как вы выросли? У вас было прекрасное детство? Ну, мое детство прошло, как бы сказать, не очень то в таком роскошной жизни. Вот. Отец мой крестьянин, мать тоже крестьянка. Я воспитывался в крестьянской семье. Ich bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Das heißt, mein Vater war Bauer, meine Mutter war Bäuerin. Das heißt, mein Leben ist nicht luxuriös verlaufen, sondern meine Kindheit ist sehr einfach verlaufen. Дети были до меня и после, но не все выжили. Ich habe Geschwister gehabt, ältere und jüngere, aber nicht alle sind haben überlebt. Warum sind sie verstorben? Остался я и мой старший брат 10-го года рождения. Nur ich und mein Bruder, der 1910 geboren wurde, sind bei meinen Eltern geblieben. Это уже было 10-го числа. То есть года, 10-го года. Я 21-го, он 10-го. Also mein Bruder ist 1910 geboren und ich bin 1921 geboren. Alle anderen Geschwister sind verstorben. Время это как раз было после революции. Das war gerade die Zeit nach der Revolution.
Земля была дана в собственность крестьянам. Erst hat man die, den Bauern die Erde, also das Land, übergeben. Значит, землей пользовались мои родители. Und meine Eltern hatten ein Stückchen Land. Когда мне исполнилось 8 лет, я пошел учиться первый класс неполной средней школы Криш. Und als ich 8 Jahre alt war, bin ich zur Schule gegangen. Das heißt, es war eine Vierklassenschule in dem Dorf Klischke. Dann wäre meine Frage, was sich mit dem Krieg für die Familie verändert hat und für ihn persönlich verändert hat. Как война изменяла жизнь вашей семьи и что, когда началась война, что для вас изменилось? Еще до войны произошли социальные изменения. Но bevor der Krieg begann, крестьянство. Gab es in der Bauernschaft soziale Veränderungen. Землю в 29 году начали общать. Das heißt, колхозы. 1929 wurden die Kolchosen, die Kollektivwirtschaften, gegründet. Многие крестьяне не хотели объединяться в общее хозяйство. Am Anfang wollten sich die Bauern gar nicht vereinigen. Это были очень такие страшные годы. Начиная с 29-го и далее, кто не хотел, значит, их вообще выселяли и увозили. Das waren ganz schreckliche Jahre nach 1929. Das heißt also, die Bauern, die jetzt nicht in diese Kollektivwirtschaft wollten, die wurden verbannt, die mussten wegziehen. Sie wurden in die Nordbezirke Russlands ausgesiedelt. Отец мой был невысокой грамотности. Он окончил 4 класса церковно-приходской школы. Mein Vater hatte keine große Bildung. Beendete nur 4 Klassen der Kirchenschule. Чтобы сохранить то небольшое крестьянское хозяйство, чтобы не разорилось, он вступил в колхоз. Und weil seine eigene Wirtschaft erhalten wollte, ist in die Kollektivwirtschaft gegangen. И была организована там же небольшая бригада, колхозная бригада. Und selbst arbeitete dann in einer kleinen Brigade dieser Kollektivwirtschaft.
объединили инвентарь. Man hat, alles Eigentum von den Bauern zusammengelegt. Und auch die Pferde wurden alle von allen Bauern dann in einen Stall zusammengenommen. Вот таким образом образовалось совсем новое, новый уклад социальной жизни. Und so begann ein neuer Abschnitt des sozialen Lebens. Окончил я 7 классов 7-летней школы. Ich habe 7 Klasse der 7-jährigen Schule beendet, der 7-klassigen Schule beendet. Соседним с моей деревней в большом поселке, примерно такой, как Либенау или Штейберг. Он, das Nachbardorf? Да. Была уже средняя школа. Im Nachbardorf gab es schon eine Mittelschule. Das war also ein größeres Dorf, das fast wie eine Kreisstadt heute hier in Deutschland wäre. Для того, чтобы продолжать учебу, надо было там вступить в среднюю школу, 8, 9, 10 класс кончать. Und damit ich eine Mittelschulbildung bekomme, musste ich die 8., 9. und 10. Klasse beenden. Поэтому надо было там на время учебы нанимать квартиру. Und um dort zu lernen, musste man sich auch ein Zimmer zu mieten, um die Schulbildung weiterzuführen. У меня была склонность почему-то к художеству, к рисованию. Aber ich habe mich schon damals künstlerisch beschäftigt. Also ich habe zum Beispiel gern gezeichnet. А в близости, город Кролевец, там организовался техникум художественных промыслов. Und in der Stadt Kolewiec, die sich in der Nähe unseres Ortes befindet, wurde eine Berufsfachschule eröffnet, die sich mit künstlerischen Unterricht befasste und mit Kunst befasste. Это учебное заведение, которое готовило специалистов среднего класса, специалистов для предприятий или самостоятельной работы в прикладном искусстве. Diese Berufsfachschule hat zum Beispiel Fachleute ausgebildet, die eine mitteltechnische Bildung haben, die dann entweder als Meister arbeiten konnten oder selbstständig gearbeitet haben, also sich künstlerisch betätigt haben. Kunsthandwerk. Там было профили ковроткачества, вышивка. Es gab dort Kunstklassen für Teppichweberei, Sticken. И художественное качество. Und Kunstwebhandwerk. И потом, значит, колористика, то есть специалист по украшению материала. Und dann gab es auch dort eine Handwerksklasse, die sich mit Stofffärben befasste. Вот я решил поступить туда и получить образование в художественном направлении. Und ich beschloss, mich dort eintragen zu lassen, also in diese Fachschule einzutreten und mich in einer künstlerischen Richtung ausbilden zu lassen. Но мне почему-то был склонен и близкий этот качество. Und mir hat damals schon das Weben sehr gut gefallen.
Почему? Потому что мать моя имела ручной ткацкий станок. Warum? Meine Mutter besaß zu Hause eine kleine Handwebbank. Изготовляла на нем полотно. Und hat zum Beispiel Tücher hergestellt. Для домашнего употребления. Die wir zu Hause benutzt haben. Ручники. Handtücher. И вот я обучался на этом отделении художественной ткани. Und ich habe in dieser Klasse für Kunstwebhandwerker gelernt. Подходил я к третьему курсу, как началась война. Und als ich das zweite Studienjahr beendet habe, und ich sollte in den dritten Kurs eintreten, da begann der Krieg. Это был 1941 год. Das war 1941. Я возвратился в село. Ich bin in mein Heimatdorf zurückgekehrt. Под предварительной комиссией уже возраст был призывной. То есть моя половина не призывалась еще, а первая половина рождения этого года призывалась. Но меня почему-то не взяли на учет мобилизации. Die erste Hälfte meines Jahrgangs, die wurden also schon einberufen. Und die zweite Hälfte meines Jahrgangs wurde noch nicht einberufen. Und mich hat man aus irgendeinem Grunde nicht einberufen und auch nicht registriert. Я возвратился домой в село. Во время оккупации находился с родителями. Und ich verblieb in meinem Heimatdorf und bin also während der und befand sich und befand mich während meiner während der Okkupation bei meinen Eltern. Стоит ли говорить о том периоде оккупационном, которое село попало, то есть было всего оккупировано с 1941 года по 1943 год, сентябрь. Ich weiß nicht, ob ich über diese Zeit sprechen sollte, über diese Okkupationszeit. Mein Dorf befand sich von 1941 bis 1943 in der Okkupation. Что я могу сказать об этом периоде? Безусловно, что оккупация, которая проходила во время войны, никого не радовала. Почему? Потому что eigentlich sagen, dass die Zeit der Okkupation dort im Dorf niemand erfreut hat. Все боялись оккупационных солдат. Alle haben Angst vor den Soldaten gehabt. Но фронт прошел, солдаты ушли. Und die Front ist weitergezogen und die Soldaten sind weggegangen. На том месте явилась группа карательных отрядов СС. Und dann kamen die Truppen der SS. Эта группа, задача входила искать враждебных лиц в селе, которые противостоят Германии, то есть против немцев. Und diese Truppen hatten die Aufgabe, so Feinde, die gegen Deutschland gekämpft haben, zu suchen und andere verdächtige Personen. А поэтому бесследно это не прошло и в моем селе. Und das hatte auch Folgen für mein Dorf.
несколько человек было арестовано, отправлено. Einige Leute wurden gefangen genommen und deportiert. В район Шостка. Sie wurden in den Kreis gebracht, in die Stadt Шостка. Некоторых расстреляли на месте. Einige wurden auf der Stelle erschossen. Виноваты они или не виноваты, но цель была навести страх. Ob sie schuld waren oder ob sie schuldig waren oder nicht, das Ziel war dazu Angst zu auszusehen. Восстановили в селе власть немецкую. Und im Dorf waren die Deutschen an der Macht. Поставили старосту. Es wurde ein Starosta, ein Ältester gewählt. Поставили начальника полиции, а он уже подобрал себе команду. Es wurde ein Polizeichef gewählt und er hat sich dann seine Polizisten ausgesucht. И вот началась такая жизнь. Я принадлежал к молодежной организации, комсомольской организации. So begann das Leben in der Okkupation. Ich war Mitglied einer Jugendgruppe, also einer Jugendgruppe des Komsomol, Jugendorganisation in der Sowjetunion. Поэтому все комсомольцы, которые остались в селе, они обязаны были. Alle Komsomolzen, also diese Mitglieder dieser Jugendorganisation, die dort geblieben waren, die waren verpflichtet. Должны регистрироваться были каждую неделю в волости, так называлось сельское совет. Also die Jugend allgemein, auch diese Mitglieder der Jugendgruppe, mussten sich registrieren lassen. В том числе ходил я. Das heißt also auch ich. Подозрение падало на нас, комсомольцев. Но из нашей группы никого не арестовали. Auch wir waren als junge Leute verdächtig, aber aus meiner Gruppe wurde niemand verhaftet. Было донесение о том, что у меня находится оружие. Es wurde zum Beispiel auch mitgeteilt, dass ich eine Waffe besitze. О том, что есть информация, о том, что имеется радиоприемник. Und es wurde auch gesagt, dass ich einen Radioapparat besitze. Полиция первый раз приходила на обыск. Und so kam die Polizei zu uns und hat eine Durchsuchung gemacht. Но обнаружить ничего не обнаружили. Aber sie haben nichts gefunden. Но все время я был подозрением. Und trotzdem wurde ich die ganze Zeit verdächtigt. И вот 42-й год начинается мобилизация. Молодежи, девушек, молодых ребят, отправка в Германию. Und 1942 begann dann die Deportation von jungen Arbeitskräften nach Deutschland, das heißt junge Mädchen und junge Männer.
И в 42-й год, июнь месяц, снова является ко мне полиция. Im Juni 1942 kam zu mir erneut die Polizei. Забирает и отправляет. Und sie haben mich mitgenommen und deportiert. Пешком мы шли в райцентр. Wir mussten ins Kreiszentrum gehen, zu Fuß. В сопровождении. Сопровождение немецких оккупационных солдат специально для этого как службы для этой службы. Wir wurden von deutschen Wachsoldaten begleitet, die eigens für diesen Zweck bereitgestellt wurden. Нас погрузили в товарные вагоны. Wir wurden in Viehwaggons verladen. Со всех деревень района. Es waren junge Leute aus allen Dörfern des Kreises. И города Шостка. Und aus der Stadt Шостка. И отправили в Германию. Und wir wurden nach Deutschland gebracht. Запасы продуктов, безусловно, мы взяли с собой. Вот такое указание. Wir mussten Kleidung mitnehmen. Das wurde uns so befohlen. Ехали через Польшу. Wir sind durch Polen gefahren. Далее до Берлина. Bis Berlin. Останавливались в некоторых городах. Я не перечислю сейчас. Хорошо запомнилось мне красивый город польский. Это мне так говорили. Лида. Also, wir sind durch verschiedene Städte gekommen. Ich kann jetzt nicht alle nennen. Ich kann mich nur an die schöne polnische Stadt Lida oder Lea erinnern. Es wurde mir so gesagt, dass sie so heißt. Und Warschau. Das ist das, nur daran kann ich mich erinnern. Wir sind in Berlin angekommen. Die Waggons wurden aufgemacht und wir mussten aussteigen. Und wir bekamen Mittagessen. Немецкие солдаты, которые сопровождали, или шутя, или всерьез, говорили, в Берлине вас угостят хорошим вкусным обедом. Und die deutschen Soldaten, die uns begleiteten, die haben uns gesagt, in Berlin werdet ihr mit einem schmackhaften Mittagessen bewirtet. Und wir wissen nicht, ob das ein Spaß war oder ob das ernst war. Но обычно у нас как-то, когда в очередь становятся, стараются, значит, кто-то для кого-то занять очередь. Und bei uns ist es so üblich, wenn wir uns anstellen, irgendwie, dann versuchen wir immer, dass wir noch für jemanden den Platz einnehmen. Also einen Platz reservieren. Охраняющие солдаты, безусловно, приводили в порядок. И здесь некоторые получили первое крещение. Die Soldaten, die uns begleitet haben, die haben natürlich gleich für Ordnung gesorgt. Und hier haben auch gleich einige, wurden schon gleich einige bestraft. Das heißt, uns wurde Disziplin gezeigt.
Es war, das Mittagessen war wirklich nicht schlecht. Отваренная картошка. Gekochte Kartoffeln. Так называется у нас в мундире. Bei uns sagt man dazu Pellkartoffeln. Подлива из муки. Soße, die aus Mehl gemacht wurde. После такого обеда снова в вагоне и повезли нас дальше. Und nach diesem Mittagessen wurden wir wieder in die Waggons verladen und wir fuhren weiter. Er sagte, Disziplin wurde gezeigt. Wie wurde die denn gezeigt? Как вам показывали, что здесь дисциплина? Ну, как-то наказали там в очереди. Объяснили о том, что получили палку. Ach so, er hat das haben Крещение, палкой. Es wurden einige mit Stöcken geschlagen. Все стали сразу на место. Und alle, nachdem gesehen wurde, dass hier geschlagen wurde, mit Stöcken geschlagen wurde, haben ganz schnell alle ihren Platz in der Schlange gefunden. От Берлина мы ехали дальше. На запад. Wir fuhren von Berlin aus in den Westen, in Richtung Westen. Остановка была в Билефельд, город Билефельд. Die erste Station war Bielefeld. Там нас выгрузили. Dort mussten wir aussteigen. Полностью всех. Alle состава вагона выстроили, городом провели нас. Wir mussten uns in Reihen also in Dreierreihen antreten und wurden in die Stadt begleitet und mussten in die Stadt gehen. Повели за город. Wir wurden außerhalb der Stadt gebracht. Привели на территорию лагеря. Деревянные бараки, окруженные проволокой, колючей проволокой сверху. Wir wurden in ein Barackenlager gebracht, das von Stacheldraht umzäunt war. Оказывается, здесь был завод или фабрика. Es erwies sich, dass hier sich eine Firma oder eine Fabrik, also ein Betrieb oder eine Fabrik befand. Und wir dachten, es ist eine Pulverfabrik. Распределили по цехам, где кому работать. И вот начались первые дни работы на предприятии пулефабрики. Und so wir wurden in Werkhallen aufgeteilt und so begann der erste Arbeitstag in dieser Pulverfabrik. Дисциплина жесткая. Wurde auf, es gab hier eine harte Disziplin. Ist das Schuhsteier? Nein. Bielefeld. Я работал на подготовке целлюлозы. Ich habe in der Halle gearbeitet, wo die Zellulose vorbereitet wurde. Ich habe Zellulose geschnitten. Ich musste die Zellulose in kleine Stücken schneiden. Dort arbeiteten auch andere Arbeiter, ausländische Arbeiter. Там мы могли знакомиться, кто голландец, кто француз, кто итальянец. Но это были наемные рабочие, которые приехали по договору на работу. Поскольку эти страны были оккупированы немцами, работы не было, они приехали на заработок. Das heißt, es waren Franzosen und Holländer und Italiener. Das waren aber Leute, die einen Vertrag hatten, da viele von ihnen freiwillig nach Deutschland gekommen sind,
weil sie in ihrer Heimat keine Arbeit gefunden haben. V oktobri měsíce celou toho roku grupu odebrali z těch přibývších Bielefeld, pohrozili vagony. Das heißt, im Oktober 1942 wurde eine Gruppe von denjenigen, die mit mir nach Bielefeld gekommen sind, wurde ausgewählt und wir wurden wieder in Waggons verladen. Wir sind in der Station Steierberg. Und wir wurden in Waggons nach Steierberg gebracht. Построили. Одеты, безусловно, мы были, не на праздник ехали, не знали, что надо работать. Значит, одежу каждый одел рабочую. Wir trugen alle Arbeitsbekleidung. Наш вид был не особенно то приличный. Also wir sahen nicht sehr gut aus. Unsere Kleidung sah nicht sehr gut aus. Полиция провела нас городом Штайерберг. Die Polizei begleitete uns durch die Stadt Steierberg. Демонстрируя населению Штайерберга. Und zeigte der Bevölkerung in Steierberg, что прибыли с востока рабочие. Dass aus dem Osten Arbeiter hierher gekommen sind. И пешком мы пришли в лагерь, то же самое, такое же, деревянные бараки, огрызены проволокой колючей. Und so gingen wir zu Fuß wieder in ein Barackenlager, das von Stacheldraht umzäunt war. Такая же дисциплина. Es wurde auf strenge Disziplin geachtet. Проходили частые проверки барака. Es wurden oft Barackenkontrollen durchgeführt. Некоторые, какие были замечания и так далее, тому подобное, это происходило наказанием, то есть палочной дисциплиной. Wenn etwas nicht in Ordnung war, wurde sofort bestraft, das heißt, es wurde geprügelt. Oder schlimme Ohrfeigen. Питание было плохое. Die Ernährung war schlecht. Суп готовили. Мы называли брюква. Es gab Rübensuppe. Шпинат. Капуста. Шпинат, кол. И свекли, ботва. Und Kohlrüben. Никаких примесей туда, которые бы давали какое-то поддержание здоровья, не было. Es gab keinen Zusatz in diese Suppe, die unsere Gesundheit hätte kräftigen können. Давали 300 грамм хлеба. Wir haben 300 грамм Brot bekommen. Но этот хлеб, он не был настоящим хлебом. Aber das war kein richtiges Brot. Он мог сохраняться где-то одни сутки, не больше. Also dieses Brot konnte nur einen Tag und eine Nacht aufbewahrt werden. Он был какой-то полусырой. Das war so ein halbrohes Brot. Und 20 Gramm Margarine. 20 Gramm Margarine. Und ein bisschen Zucker. Und ein bisschen Zucker. Немножко. Я не помню, сколько грамм, так. Ich weiß nicht wie viel, aber es war ein bisschen. Это было суточное питание. Das gab es jeden Tag. Но порядок питания, приема пищи
безусловно, наших условий України і німецьких условій різні. Значить, ми з'їдали повністю і цей суп з хлібом, і каву пили з маслом, і цукром перші дні, поки не зрозуміли, що це ми неправильно робимо. З'їдали то все одразу. Ein Unterschied zwischen der Ernährung in der Ukraine und in Deutschland. Das heißt, eine ganz andere Ordnung. Wir haben nicht verstanden, dass diese Lebensmittel, die wir bekommen haben, dass man die aufteilen muss. Wir haben sie mit einem Mal bekommen und wir haben alles auf einmal aufgegessen und dadurch hatten wir am Morgen und am Abend nichts mehr zu essen. Поэтому на ужин ничего не оставалось, на завтрак тоже нет, потому что обед только варили в обеденный перерыв. Das heißt, diese warme Suppe wurde nur mittags ausgegeben mit dem Brot und mit der Margarine, die eigentlich für abends und morgens bestimmt war. Und da wir alles auf einmal aufgegessen hatten, hatten wir natürlich am Abend und am Morgen nichts. Ersatzkaffee. Und Ersatzkaffee. На работу мы шли, не завтракавши. Das heißt also, wir gingen zur Arbeit und haben nicht gefrühstückt. Это заставило нас думать, как же выживать. Und das zwang uns natürlich zum Nachdenken, wie konnten wir überleben. Значит, мы начали хлеб немножко делить. Und wir begannen, unser Brot ein bisschen einzuteilen. Und haben auch Brot für das Frühstück uns aufgehoben. Строили нас в колонну. Wir wurden с лагеря шли пешком до фабрики, пульфабрики, сопровождение полиции. Das heißt, vom Lager bis zur Pulverfabrik gingen wir in einer Kolonne und wurden von einem Polizisten begleitet. С предупреждением. Wir wurden gewarnt. Влево-вправо отклонение, будешь убит. Das heißt, wenn jemand aus der Kolonne trat und nach rechts oder nach links ging, wurde erschossen. Випроводжали з лагеря по счету на фабрики, коли пройшли проходную, то же саме пересчитували і вручали мастерам по участкам роботи. Wenn wir aus dem Lager gingen, wurden wir gezählt und als wir in die Pulverfabrik hineingingen, haben wir auch nochmal selbst gezählt und wurden von einem Meister in Empfang genommen. Ну, разные, в разные участки этой фабрики. Gab verschiedene Abschnitte in der Pulverfabrik. Попадали, значит, люди. Ну, я буду говорить о себе. Ich möchte hier nur über mich selbst sprechen. Меня взял симпатичный, я думаю, что немец. Ich wurde von молодой, einem лет 30. Sympathischen Deutschen, der ungefähr 30 Jahre alt war, in Empfang genommen. Два человека, меня и еще товарища. Er nahm mich in Empfang und noch einen Kollegen von mir. И повел на работу в цех, где производится разгрузка цистерн. Und wir wurden von ihnen in zu unserem Arbeitsplatz gebracht, wo die Säuren ausgeladen wurden. Das heißt also von Kesselwagen in die Behälter, unterirdischen Behälter. Das heißt, die Säure wurde in große Behälter gepumpt aus den Kesselwagen. Для того, чтобы было понятнее, он мне написал
vornehmen. Und damit ich das verstehe, was ich dort, welche Säuren ich dort nehme, hat er mir die Formeln, die chemischen Formeln der Säuren aufgeschrieben. Это была кислота олим и салбита. Формула олим и салбита. То есть одна крепкая, другая немножко. Es war einmal die Formel für die Salpetersäure und für Olim. Поскольку я учил химию, мне это было понятно. Ich habe in der Schule Chemie gehabt und deshalb verstand ich diese Formeln. Мне было понятно. Эта кислота была предназначена для изготовления взрывчатых веществ. Diese Säuren wurden dazu gebraucht, um Sprengstoffe herzustellen. Проработал там я несколько месяцев, два не помню. Ich habe einige Monate dort gearbeitet. И перевели меня на работу на более ответственную. Und ich wurde zu einer Arbeit gebracht, die mehr Verantwortung erforderte. Вручили мне цех смеской этих двух компонентов. Und ich wurde in den Säuremischer geschickt, das heißt, wo diese beiden Komponenten vermischt wurden. И немножко добавки возврата с производства цеха отжимки целлюлозы. Und ich habe auch ein bisschen in der Werkhalle gearbeitet, wo die Zellulose dazu gemischt wurde. Also dazugegeben wurde. На каждой цистерне была табличка. An jedem Säurebehälter gab es eine kleine Tafel. Пустая цистерна полна. Leer и volk. Aha. Es gab also immer, es wurde, also wenn eine Zisterne leer war, also ein Behälter leer war, wurde ein Schild drin gemacht, ob sie leer oder voll war. Leer oder voll. Das weiß er bis heute, ne? В стороне был склад, откуда из разгрузки, так назывался этот цапштель, поступала кислота у склад. В складе тоже были большие цистерны. Они находились ниже в земле, сверху крыша. Так что, когда я заходил туда, крыша была на уровне меня. Замаскированная. Es befand sich dort auch noch ein Lager, das getarnt war. Und in diesem Lager wurden auch Säuren aufbewahrt. Das heißt, die Behälter waren in die Erde eingegraben und bis zu meiner Kopfhöhe ragten sie aus der Erde. Делать смеску этих двух компонентов. Also ich musste von dort aus diesen Behältern die Salpetersäure und das Олеум pumpen. И подавать в цех для изготовления массы. Und in die Werkhalle bringen, wo diese beiden Komponenten vermischt wurden. Массы на центрофуге для отжимки целлюлозы. Diese beiden Komponenten, vermischten Komponenten, wurden in die Zentrifuge gebracht, wo Zellulose ausgeschieden wurde. В одном здании, в отделении, стояли компрессора. In einem Gebäudeteil standen Kompressoren. Они нагоняли аммиак для охлаждения цистерн, потому что при смеси получалась сильная температура. Das heißt also, diese Kompressoren arbeiteten mit Ammoniak, weil beide, wenn beide Säuren vermischt wurden, erwärmten sie sich.
На компрессорах работали голландцы и бельгийцы. Die Kompressoren wurden von Holländern und Belgiern bedient. Аммиак это очень едкое такое вещество. Ну, он нагонял как бы иней, мороз на цистернах. Аммиак ist zum Beispiel eine sehr ätzende Flüssigkeit und kann aber kühlt, kühlt aber Behälter ab. Это делалось для того, чтобы при определенной температуре надо было делать смеску из целлюлозы. Das heißt, das wurde benutzt, um diese Behälter zu kühlen. И не было, и не, чтобы не было при работе центрофуги. Und das heißt also auch, damit keine Explosionen entstehen, wenn sich die Säuren zu sehr erwärmen. Und so begann ich dort zu arbeiten. Со штабс-стеля серба. Серб. И вот мы в три смены. Вот мы в три смены сменяли один другого. Das heißt, wir arbeiteten zu dritt in drei Schichten. Wir haben uns einander abgewechselt. Einer war ein Landsmann und der dritte war ein Serbe. Безусловно, как жидкость я знал, поскольку формулы знал и так дальше. Но я не знал сильной вредности этих кислот. Почему? Потому что я не сталкивался с ними. Ich habe verstanden, mit welchen Säuren ich gearbeitet habe und mit welchen chemischen Stoffen. Aber welche Auswirkungen, welche Gesundheit, wie gesundheitsschädigend sie sind, das habe ich nicht gewusst, weil ich vorher mit diesen Stoffen nicht gearbeitet habe. Не имел понятия, и поэтому я работал открыто. А вообще-то нам не давали ни респиратору, ни противогаза. Und so habe ich ungeschützt gearbeitet. Das heißt, wir haben also weder Mundschutz noch Handschutz noch einen anderen Schutz bekommen. И вот при таком питании и при такой работе, безусловно, что наши люди начали падать на ноги. То есть ноги начали пухнуть. Und bei solcher Ernährung, bei solcher schweren Arbeit, ist klar, dass die Menschen schwächer wurden. Das heißt, also die Beine wurden dick. Polizei смеялись нас о том, что надо меньше кушать соль. Und die Polizisten haben uns ausgelacht und haben gesagt, ihr müsst weniger Salz essen. А солить-то было нечего. Aber wir hatten ja eigentlich nichts zum Salzen. Ноги слабели. Unsere Füße wurden schlechter, schwächer. Работа непосильная. Und für uns war die Arbeit sehr schwer. Es ging über unsere Kräfte. Особенно на смеске. На работе центрофуга, особенно физическая, там невыносимая работа. Also die Arbeit an der Zentrifuge war sehr körperlich anstrengend. Я не помню, сколько там загружалось туда, не могу сказать, но, наверное, где-то 300 или до 500 килограмм, нет, не будет меньше, массы. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, aber sicherlich war das immer 500 Gramm. Chemikalien, mit denen ich die Zentrifuge beladen musste. Она крепко приклеивалась к центрофуге. Und diese Chemikalien klebten auch an der Zentrifuge fest. И вот этими щипцами, в две руки, берут щипцы, так,
отбивают от сена к центрофуге, и вот такими плитами бросает ну как бы где вода бежит, как умывальник все равно что. Туда-туда бросает так, и водой размывается и уносится по трубам в другой цех. Und mit Zangen mussten wir dieses Gemisch abmachen und dann mussten wir das in die Mitte der Zentrifuge bringen, damit das dann in die, mit dem Wasser dann in die nächste Station gespült wurde. Das war eine sehr schwere physische Arbeit. Und viele Kollegen, viele Menschen sind auch in Ohnmacht gefallen, weil sie nicht die Kräfte hatten und oft immer Hunger hatten. Lager еле доходили. Wir schafften es kaum bis zum Lager. Каждый мастер, то есть мастер цеха, этого цеха, сдавал нас полицейским по счету и по счету принимали в лагерь. Wir wurden vom Meister bis zum Tor gebracht, von einem Polizisten in Empfang genommen und von diesem bis zum Lager gebracht. Wir wurden jedes Mal gezählt, das heißt beim Verlassen des Lagers, beim Verlassen der Pulverfabrik und bei der Ankunft im Lager. И которых я знаю, что работали на центрофуге, они не доработали до конца войны. Und die Leute, die ich kannte, die mit mir an der Zentrifuge gearbeitet haben, die haben also das Kriegsende nicht mehr erlebt. В этом цехе, где я работал, два моих сменных товарища, это сэр и украинец, один же, с моего края, попали в изолятор, барак-изолятор, туберкулез. Das heißt, meine Kollegen, die, mit denen ich in dem Säuremischer gearbeitet habe, sind beide in die Isolierbaracke gekommen. Das heißt, in die Baracke, in der die Tuberkulose-Kranken waren. Они домой не возвратились. Sind beide nach Hause nicht zurückgekommen. Такая же судьба ожидала и меня. Das gleiche Schicksal erwartete mich auch. Но, наверное, есть Бог. Wahrscheinlich gibt es einen Gott. Который сделал мне хотя и больную травму, но зато я больше той цех не возвратился. Ich bin zwar krank und ich hatte einen Unfall, an dem ich die ganze Zeit, mein ganzes Leben gelitten habe. Aber dieser Unfall machte es so, dass ich in diese Werkhalle nicht wieder zurückgekehrt bin. Летом, в июне месяце, я находился уже с в лагере. Меня лечили, потому что пролилась цистерна кислоты. Как получилось? Получилось, что табличка висела, что цистерна, значит, пустая, порожняя. Я начал заполнять ее. А там оказалось, что была кислота. Ich hatte, der Arbeitsunfall war folgender.
Das heißt, das geschah im Juni 1944. Ich habe einen Behälter mit Säure befüllt und an diesem Behälter war das Schild leer. Aber dort war noch ein Säurerest vorhanden und ich habe diesen Behälter befüllt und dieser Behälter ist dann übergelaufen. Ja, bei mir so. Ich befand mich unten beim Behälter, am unteren Rand des Behälters. Bis noch da ist sie in der Paschla. Und das heißt, die Säure ist mit einem starken Strahl ausgetreten. Ich musste irgendwie weglaufen, aber ich wusste in diesem Moment nicht, was ich tun sollte. Und ich habe meine Füße mit dieser Säure verätzt. Таким образом, я остальное свое время прожил в лагере до окончания войны. Вылечил свои ноги, то есть, ну как, зажила кожа. Вот. Разрешили мне ходить до базы работать. Значит, я подрабатывал этим самым, я поддерживал свое здоровье. Das heißt, ich wurde erst dort in der Sanitätsbaracke behandelt. Meine Wunden haben sich dann geschlossen und ich habe dann bei einem Bauern Landarbeit geleistet. Dann, das war 1944 und dann geschah Folgendes. Ich denke, dass das damit zusammenhing, dass eine zweite Front